Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den L'Oreal Men Adventskalender an. Das soll so ein DIY-Ding sein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 69,95 kostet der bei DM. Und als mein Freund den eben unten stehen sehen hat, sagte er, oh, da sind ja voll coole Sachen drin. Deswegen packe ich den jetzt einfach mal aus. Ne? L'Oreal Men Expert and Friends. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine wichtige Geschichte. Der hat nämlich hinten drauf schon gespickt und gesehen, was drin ist. Und dann fern ich mal einfach den Schuber. Hab hier so einen Karton. Einen großen Karton. Einen schweren Karton. Einen schönen Karton eigentlich. Aber einen schlichten Karton. Ein Karton halt. Und hier, also super krass gefüllt. Ne? Sind sehr viele Sachen drin erstmal. Die ganzen Böckschen, wo man dann die Produkte reinpacken könnte, wenn man einen Adventskalender daraus selber basteln würde. Da ist noch was Eingepacktes drin. Zahlen muss man wahrscheinlich selber drauf schreiben oder die sind ganz unten. Ne, die sind ganz unten. Du musst nicht selber aktiv werden. Muss ich gleich mal rausfirmen, aber wir schauen jetzt einfach mal den Inhalt an. Also, zuallererst nehme ich mal dieses mystische Teil raus, was sich hier drin befindet. Hä? Nein, wie cool ist das denn? Das ist eine Barbecue-Zange mit Flaschenöffner. Keine Ahnung, wie ich euch hier so einen Wert taxieren soll. 110 Euro Warenwert soll das Ganze beinhalten, aber ich weiß nicht, ob sich das auch noch auf die weiteren Produkte on top mit bezieht. Keine Ahnung, ich suche euch da irgendwie was Vergleichbares online einfach mal zu raus, weil ich glaube nicht, dass es sowas online gibt. Eine Grillzange ist echt schön und ich glaube, sowas in einer 6 oder sogar in einer 24, ich glaube in einer 24, ne, wäre wahrscheinlich eine gute Sache. Ist jetzt noch komplett eingepackt, ich werde sie wahrscheinlich sogar verschenken. Ich habe jetzt gerade erst zu Vatertag genau sowas verschenkt an alle Väter. Ja, mit Flaschenöffner mit dabei finde ich super praktisch und ziemlich cool tatsächlich. Es will aber nicht richtig stehen. So, dann gehen wir jetzt mal zu den Beauty-Produkten. Da habe ich Hydra Energy, Wake Up Boost, ein erfrischendes Waschgel mit Aufwachkick, Guarana, Vitamin C. Das geht natürlich ab wie ein Zäpfchen. 100 Milliliter haben wir hier drin. Und mein Freund hatte schon von L'Oreal Men Expert auch so ein paar Produkte und fand die auch vom Duft her immer sehr, sehr ansprechend. Und ich packe dieses Jahr jetzt ja auch Gott sei Dank wieder Adventskalender für meine Familie. Also da wird kein Auge trocken bleiben, um das mal so zu sagen. Das heißt, auch die ganzen Männerprodukte werden natürlich ihren Einsatz finden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Schatzi das nehmen wird. Dann habe ich hier auch zwei Produkte aus der Hydra Energy Reihe 24 Stunden Antimüdigkeit. Einmal ist das 5 Wirkung gegen müde Männerhaut mit Vitamin C und Proteinen. Das ist dieses hier. Und das dürften auch alles Full-Sizes sein. Ne? 50 Milliliter haben wir hier drin. Das sieht man ja auch öfters mal in der Werbung. Das sieht ganz, ganz schick aus. Ne? Also das würde ich mal sagen, würde mein Freund sich auch safe irgendwie in seinen Spiegelschrank stellen. Cool. Dann habe ich hier auch noch aus dieser Geschichte ein kühlendes Antiglanzgel. Das kann natürlich auch ganz gut sein, wenn man jemand ist, der vielleicht auch eine eher ölige Haut hat oder auch vielleicht einfach ein bisschen schwitzt oder so. Sofort kühlende Wirkung, mildert glänzende Haut, eher Geltechnologie. Das ist, glaube ich, echt ein fancy Produkt, ne? Als Duschgel mag ich das nicht ganz so gerne, mein Freund auch nicht. Also wenn man halt dieses Kühlende hat. Aber ich denke so, gut, es ist eigentlich ein Adventskalender, aber Richtung Sommer gedacht. Es ist richtig cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier 50 Milliliter drin enthalten. Finde ich schön. So, dann habe ich hier aus dem Barber Club ein Bartöl. Haut und Bart bändigt und pflegt den Bart, beruhigt Juckreiz und pflegt die Haut mit ätherischem Zedernholzöl. Das ist die Reihe, von der Maxim ja so geschwärmt hat. Der hatte letztens nämlich, also tatsächlich für mich gestern, ein Video online gestellt, wo er von dem Deo so hart geschwärmt hat. Und dann habe ich dieses Deo gekauft. Und bin mal gespannt, wie es dann so wirkt, wenn es ankommt. Und hier haben wir dann ein Bartöl. Ich meine aber, dass Schatzi das aktuell sogar in Anwendung hat. Denn solche Produkte sind ja auch ab und an mal in so Männerboxen drin enthalten. Kommt mir einfach sehr bekannt vor. Ansonsten, würde das vielleicht jetzt auch in Anwendung nehmen. Das ist ein Glaspumper. Ne? 30 Milliliter haben wir hier drin. Klar, nicht jedermann hat einen Bart, ne? Aber Bart ist einfach auch relativ in. Also ich denke, dass relativ viele Männer Bart haben. Wenn ich mich auch so im Freundeskreis umschaue, ja, würde ich sagen, schon 9 von 10 Männern haben Bart. Ne? Und sei es halt nur irgendwie auch so ein bisschen, aber ein Bart halt. Und der möchte ja auch gepflegt werden. So, dann machen wir einfach mal weiter mit Barber Club
Das ist ein Thickening Paste für griffiges Haar, griffig und matt, mittlerer Halt für dünnes Haar. Auch das dürfte eine Full Size sein. Ich glaube, das sind alles 75 Milliliter, ne? Ja, das braucht Schatzi jetzt nicht. Schatzi hat 3 Millimeter Haare. Aber wie gesagt, ich gebe ja auch die Produkte im Familien- und Freundeskreis, also vor allem Familienkreis, in Adventskalendern weiter. Oh, das riecht richtig angenehm. Oh, ja, und da sind einige Männer, die auch ein bisschen längere Haare haben, die ihre Haare auch stylen, ne? Und dann ist hier noch etwas aus dem Barber Club Bart Styling Pomade, langanhaltende Bartkontrolle, natürlicher Halt und Glanz. Auch da habe ich jemanden im Kopf, also Schatzis Bart ist jetzt nicht so lang, dass er den irgendwie stylen würde oder so. Hier hast du auch dieses Zedernholzöl mit dabei. Oh, da muss ich auch dran riechen. Der Duft ist wirklich krass geil. Also, kannst nicht anders sagen. Da wird man sich auch freuen, wenn die sich das drauf machen, weil, ja, Bart hast ja natürlich auch direkt unter der Nase sitzen, ne? Oh, toll. Dann, sehr gut, wurde darauf geachtet, dass auch Lichtschutzfaktor für den täglichen Gebrauch hier drin sein sollte. Sonnenschutzmilch für Gesicht und Körper, ich weiß nicht, ob Schatzi das verwenden wird, das ist eine Reisegröße. Lichtschutzfaktor 30 von Garnier Ambre Solaire mit 50 Millilitern. Aber du, selbst wenn Schatzi das nicht verwendet, werde ich es verwenden. Er ist halt so, der kriegt wirklich nie einen Sonnenbrand, ne? Der hat eine so krass gute Haut und dann sagt er, brauche ich nicht. Und ich denke mir, ja, aber denk doch mal an in ein paar Jahren oder so. Brauche ich nicht. Jeder Mann ist so, oder? Gibt es Männer, die anders sind? Fast alle Männer sind so. Ich will jetzt nicht verallgemeinern. Okay, hier sind zwei Parfümproben drin. Ich weiß nicht, ob das dann auch zu den Produkten mit dazu zählt. Ich hoffe nicht, weil Parfümproben in einem 60, 70 Euro Adventskalender finde ich jetzt nicht so umhauend. Azzaro Wanted habe ich ja als Eau de Toilette mit 1,2 Millilitern drin. Ne? Das ist immerhin ein Sprüher. Das ist immerhin was. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von Parfümproben in Adventskalendern. Es sei denn, du hast halt wirklich einen Parfümproben-Adventskalender, den du haben möchtest. Ne? Das wäre vielleicht auch sinnvoll, mal sowas zu verkaufen als Firma, nur mal so als Tipp, aber weil da super viele nachfragen. Aber ja. Und Diesel Only, The Brave oder Toilette habe ich jetzt hier drin. Auch hier sind 1,2 Milliliter enthalten und auch das ist ein Sprüher. Ja, ne? Also das feiere ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr ab. Dann habe ich hier Snox drin enthalten. Das ist in der Größe 43 bis 46. Das ist etwas, was meinem Schatzi auch wohl passen wird. Ich hatte auch in einem Adventskalender welche drin in meiner Größe. Nee, nicht in einem Adventskalender, als ich von Pulay den Mahina Club vorgestellt habe. Und ich finde die wirklich gut. Also ich mag die sehr gerne leiden. Die sind sehr angenehm zu tragen. Das Bündchen ist ein bisschen eng, muss ich sagen, bei mir halt. Ne? Aber ich habe auch Riesenfüße. Das ist etwas, was wahrscheinlich jedermann sich rausgreifen wird und verwenden wird. Die XL-Größe von dem Hydra Energy Duo Duschgel mit Taurin, mit Aufwachkick, 100 Milligramm Körper, Gesicht und Haare. Ja, das wird Schatzi feiern, ne? 300 Milliliter, wie gesagt. Der Duft ist großartig von diesem Duschgel. Das hat er auch schon öfters mal verwendet, leer gemacht, wie auch immer. Riecht richtig gut. Würzig und oh, mag ich auch gerne leiden, ne? Also das wird er auf jeden Fall als sehr positiv ja, finden. Ne? Dann habe ich hier noch so ein Oschi drin. Das ist auch ein Duschgel mit 300 Millilitern aus der Barber Club Reihe. Duschgel für Körper, Haare und Bart. Süß. Reinigung, Feuchtigkeit, Spenden, Geschmeidigkeit mit ätherischem Zedernholzöl. Na, da muss ich jetzt auch noch mal ein Näschen dran halten. Ich glaube, das hier wird er sogar noch ein bisschen mehr feiern, weil der Duft, also den habe ich ja eben schon ein paar Mal gerochen, ist Hammer. Oh Gott, ja. Maxim nannte es Holzfäller. Und er hat recht. Es ist sehr angenehm. Also danach würde ich dann auch gerne ins Bad gehen, wenn Schatzi damit geduscht hat. Oder währenddessen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch ein Deo drin enthalten. Deo-Roller ist nicht jedermanns Sache. XXL Boy, süß. Carbon oder Carbon Protect. Total Protection, 48 Stunden Antitranspirant, 5 in 1. Gegen Geruch, Nässe, Bakterien, weiße Rückstände schnell trocknend. Läuft. Ohne Alkohol. Das ist auch ganz nett. 50 Milliliter. Falls man sich die Achseln rasiert, dann ist es immer schön, wenn da nicht unbedingt Alkohol drin ist, weil das brennt wie Feuer, wenn man das direkt nach dem Rasieren verwendet. Ja, auch die Männer dürfen ein paar Gesichtsmasken haben. Das finde ich großartig. Diese Gesichtsmaske habe ich selber schon mal verwendet. Leute, die ist so gut. Hydra Energetic, Hydra Energy. Ich glaube, die schnappe ich mir sogar raus, weil Schatzi ist nicht so der Maskenfan. Ja, eine regenerierende Tuchmaske mit Taurin und, ne, also wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Und du siehst halt wirklich komplett orange damit aus.
Das ist schon witzig. Und noch eine weitere, dann hast du ein schwarzes Gesicht, Pure Carbon Purifying Tissue Mask, also eine reinigende Tuchmaske und vor allem 5 Minuten. Das ist für die Männer halt auch immer so eine coole Sache, ne? Spendet Feuchtigkeit und reinigt die Haut, speziell für Männergesichter, soll heißen, die ist tatsächlich ein bisschen größer als die regulären Tuchmasken, die wir in der Drogerie finden, was ich ja großartig finde, weil mein Gesicht ist auch generell ein bisschen größer. Die meisten Tuchmasken, die ich in der Drogerie finde, sind mir zu klein. Ja, sei es die Augen, die mir einfach viel zu klein sind oder halt das komplett, dass ich die gar nicht so von Ohr bis Ohr im Prinzip mir auftragen könnte. Dann ist hier noch ein gratis Code mit dabei für Men's Health, falls man da irgendwie ja, so eine digitale Ausgabe sich gönnen möchte. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie hier in der Anzahl der Produkte mit berücksichtigt ist. Ich sehe das ja erst beim Schnitt, ne? Ja, das ist eine Ausgabe dann. Okay, ja. Und das ist ein individueller Code. Deswegen zeige ich den jetzt nicht. Vielleicht werde ich das einfach Schatzi geben. Vielleicht hat er Bock, das online zu lesen. Dann habe ich hier noch so einen Flaschenöffner mit drin. Das ist ein schönes Tool, ne? Also ich finde, dass man sowas auch ganz gut immer gebrauchen kann. Feiere ich nicht so ultimativ ab, aber sowas ist eigentlich super praktisch. Also, ne? Hast du eigentlich irgendwie gefühlt an jedem Schlüsselbund oder so dran. Noch ein Deo haben wir hier am Start. Invisible Sport, weiß ich nicht. Ultra Absorbing Antitranspirant und hier haben wir auch wieder 0% Alkohol, Magnesiumkomplex, 96 Stunden soll das halten mit 50 Millilitern. Ja, das macht bitte öfters als nur alle 48 oder 96 Stunden Deo drauf, Leute. Ein Kamm haben wir hier mit am Start, das ist so ein Holzkamm für den Bart zum Beispiel. Ist auch ganz praktisch. Hallo. Zwei Produkte von Mixer ist hier eine Ceramide Deep Moisture Hand Cream. Ja, das kann man gebrauchen für trockene Haut. Das ist geeignet. Sofortige Linderung und Schutz mit 48 Stunden Feuchtigkeit, parfümfrei und 100 Milliliter. Also Handcreme in den Adventskalendern finde ich immer sehr, sehr gut, weil es ist die trockene Jahreszeit, wo man halt einfach auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit gebrauchen kann. Ja, so langsam wird mein Stuhl, also wird Erwin ganz schön, ne? Voll. Und dann habe ich hier noch eine zweite Handcreme drin. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, weil ich glaube, so super viel Handcreme verwenden Männer leider nicht. Ne? Hyaluro Fresh, 7% pflanzliches Glycerin und Hyaluronsäure. Die ist dann Express, 100 Milliliter. Also das könnte eher was für meinen Freund sein. Ne? Der möchte es halt auch immer, das schnell einziehend und schnell soll das jetzt funktionieren und mach hinne und will da nicht lange irgendwie so sitzen oder so. Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen Tourenbeutel mit am Start. Also so ein Beutel kann ich auch immer ganz gut gebrauchen, ne? Habe ich hier oben für, ich sag mal, Hauspost auch immer so ganz praktisch. Zack. Bleiben Sie bitte dort. Dann habe ich hier noch so eine Kosmetiktasche. Das ist zum Verreisen ganz cool und das ist auch ganz witzig. Dude, L'Oreal, Chillen. Interno Ragazza, Ragazzi, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus. Yeah. Schön. Poppig. Und dann haben wir hier noch die Sticker drin enthalten, die wir dann verwenden können, um unsere Zahlen drauf zu kleben, denke ich jetzt mal. Jo. Das ist dann auch immer schön gebrandet mit L'Oreal. Und dann hast du hier auch noch, ach, was fein. Sternchen und so dabei. Das ist auch schön, ne? Da kann man dann auf jeden Fall den Adventskalender schön designen. Das war nun der L'Oreal Men Expert DIY Adventskalender. Ich finde ihn ehrlich gesagt ganz gut bestückt. Manche Sachen hätten vielleicht nicht unbedingt doppelt drin sein müssen, wie zum Beispiel ein Deo-Roller. Da hätte ich anstatt von einem zweiten Deo-Roller noch ein Deo-Spray reingepackt. Anstatt von zwei Handcremes hätte ich vielleicht eine Handcreme und eine Fußcreme genommen. Aber du kannst eine Handcreme auch als Fußcreme verwenden. Überhaupt kein Problem. Ansonsten finde ich die Produktauswahl schön. Sie gefällt mir und ich denke auch, dass sie ansprechend sein könnte für Männer. Ich weiß nicht, ob L'Oreal Men Expert auch Körpercremes hat. Bei Bodylotion haben wir hier, glaube ich, so nicht drin gehabt. Aber Männer verwenden auch nicht so viel Bodylotion, glaube ich, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie eure Männer das so machen. Meiner nicht wirklich. ja. Ich finde den Adventskalender schön, aber ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt so gekauft. Finde ich ihn besser als den von Nivea.
Nee, also der Nivea gefällt mir eigentlich so von der Produktauswahl ein bisschen besser, wobei der von L'Oréal Men Expert mir mit der Duftrichtung einfach viel, viel besser gefällt, um ehrlich zu sein. Aber lasst mich doch super gerne auch eure Meinung wissen, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mitteilen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Nur, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.